Willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Wir sind jetzt hier in Denrim soweit fertig. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk. Sei doch ruhig. Hier müssen wir hin. Dann verlassen wir Denrim jetzt und werden uns mal den Kerl jetzt ansehen. Da sollten wir hin. Beziehungsweise der Typ, der hier Whalen umgebracht hat, hat uns dahin geschickt, aber eigentlich ist Genitius? Hab den Namen vergessen. In Haven. Ja. So. Und oh, ja, okay, wir haben viele neue Sachen. Caden Viehversteck. Bürgerkrieg. Und das ist Haven. Ich werde trotzdem erstmal zum Kellnetz gehen. Die Sidequests, die anderen, die lasse ich jetzt erstmal. Weil das jetzt viele geworden sind. Uiuiui, da haben wir noch ordentlich was zu tun. Hier kommt wahrscheinlich gleich wieder ein kleiner Kampf. Ja, ein Überfall von Räubern, Genlocks, was weiß ich. Von einem Wolf. Keine Ahnung. Und beim Kehlnetzsee, da gibt es ja eh noch, glaube ich, mindestens eine andere Quest. Nee, Abscheulichkeiten. Ach, lang ist's her. Hier geht's nicht lang. Nur eine? Das war's? Ich werde es tun. Ach komm. Okay, wie war das? Abscheulichkeiten? Abhauen, ne? Weil die explodieren. Aber gern. Trifft das hier auch zu? Oh, ich wollte gerade sagen, nein, es trifft hier nicht zu, aber... Feldspatring, na, das ist nur zum Verticken. Reynolds. Gab's dafür eine Quest? Ja, ne? Los geht's. Reynolds Tagebuch. Quest aktualisiert. Gut, wenn ich jetzt natürlich wüsste, welcher das ist. Nein, der ist es nicht. Nee, der ist es sowieso nicht hier. Vermisste Krieger. Findet Rixell. Schalte die. Du hast den Auftrag, Botschafter Genley zu beseitigen, der im königlichen Palast von Orsama residiert. Nachdem du ihn ausgeschaltet hast und von den Krähen angeheuert, der Diener sämtliche Spurenbeseitigungen aussehen lassen, als habe der Botschafter Orsama verlassen und Söldnerjagd. Eine der Schriftrollen besagt, dass du in den Wald südlich von Denrim gehen und nach einer Gruppe von Kynari-Söldnern suchen solltest. Wort von Caden Fee nennen. Okay, das hat jetzt nichts mit der Quest zu tun gehabt, aber das ist dann das, was wir von Ignacio bekommen haben. Ist das hier der vermisste Krieger? Nee, das ist er aber nicht. Ja, super. Ja, auf der Karte verzeichnen, das finde. War das die Gemeinschaft der Nagier? Das ist es. Du hast Reynolds Leichnam und die Abscheulichkeit, die ihn getötet hat, gefunden. Sein Tagebuch erzählt von seinen letzten Tagen. Kehre zur Gemeinschaft zurück und bla bla bla, Belohnung. Bla bla bla, alles klar. Gut. Ist hier noch irgendwas? Nö. Dann gehen wir wieder zurück. Nee, halt. Hier gehen wir lang. Bin schon unterwegs. Und dann auf zum Kehlnetzsee. Und dann besorgen wir uns die Urne der heiligen Asche, hoffe ich zumindest. Und danach haben wir alle vier Fraktionen auf unserer Seite und können unsere Armee aufbauen und dann Logan so richtig schön in den Arsch treten. Aber da der uns ja nicht grundlos hier hingeschickt hat, will ich mal kurz quicksafen. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier einfach nur ein Hinterhalt sein soll. Da steht einer. Das ist hier Kester. Der hat uns... Nee. War das Kester? Wer hat uns denn ja letztens mal rübergeschickt? Das war doch ein Templer gewesen. Willkommen zurück! Möchtet ihr hinüber Ach. Zum Turm? Okay, ich weiß, wer das ist. Habt ihr euer Boot zurück? Gregor kam vorbei und hat gesagt, ich kann Lissy zurückhaben. Er wirkte irgendwie traurig und müde. Ja, genau. Nun, ich bin hier. Der Kester stand ja vorher hier vorne bei dem Typ von den Magiern. Und hier ist die Wache. Sehenswertes Boot. Herr Bauer, den Verbindungsmann der Magier, da können wir doch mal hier Aber wegen der Quest schauen. Hier ist ein kleiner Bonus, als Zeichen der Freundschaft. Optimal. Optimal. Da hinten steht Exakt. Einer. Gibt's Neues? Nein, du hast auch nichts Neues für uns. Alles nur ein Traum. So. In die verwöhnte Prinzessin. Und ich meine, wir hatten ja noch irgendeine Nachricht zu überbringen. Ja, sehr gut. Ja? Ich muss euch leider mitteilen, dass euer Ehemann tot ist. Warum? Was hat er getan, um das zu verdienen? Weiß ich nicht, war nicht dabei.
Gut, missmutiger Gast, die Tür hinten ist verschlossen, der Wirt hat was zu erzählen. Hier ist eine Truhe, na, die konnten wir da noch nicht öffnen. Liliana, würdest du bitte? Schon unterwegs. Und da ist noch ein Liebesbrief drin, wundervoll. Wundervoll. So, der Wirt. Willkommen zurück in der verwöhnten Prinzessin. Was kann ich heute für euch tun? Es ist schön formuliert, oder? Willkommen zurück in der verwöhnten Prinzessin. Ach, herrlich. So wundervoll zweideutig hier. Gibt es hier einen Brunner Genitivi? Bruder Jenny? Nein. Nein, natürlich nicht. Nie von ihm gehört. Mhm. Sicher? Ich kenne jeden, der bei mir absteigt, und von dieser Person habe ich noch nie gehört. Ich glaube, ihr sagt mir nicht alles. Unsinn. Warum sollte ich euch belügen? Hört zu. Die Person, die ihr sucht, ist nicht hier. Ihr solltet schnellstmöglich weiterziehen. Überreden habt ihr Ärger? Ihr könnt mir vertrauen. Sagt mir, was ihr verbergt. Sofort. Nö, wir überreden. Sie beobachten mich. Ich kann nicht offen sprechen. Dreht euch nicht um und dämpft eure Stimme. Okay. Sie suchen jeden, der nach Bruder Genitivi fragt. Ich soll dann tun, als sei alles in Ordnung und leugnen, den Bruder oder die Ritter je gesehen zu haben. Wer beobachtet euch? Ich weiß es nicht. Ihr solltet euch vorsehen und sofort wieder gehen. Ich weiß nicht, was den Rittern widerfahren ist, aber es war bestimmt nichts Gutes. Danke, ich werde vorsichtig sein. Lebt wohl und möge der Erbauer auf euch herabblicken. Jo. Vollfrage schaltet Überzeuger. Ja, willkommen zurück in der verwöhnten Prinzessin. Ja. Was kann ich heute für euch tun? Jopp. Natürlich. Zeig mal, was du so was hast. Was hättet ihr gerne? Das sage ich dir, sobald, ja, Wundumschläge, genau, wir decken uns nochmal ordentlich ein hier. Schwache, ja, davon kann man nie genug haben. Und einen starken nehmen wir auch mit. Ja, die nehmen wir sowieso mit. Lyrium-Tränke brauchen wir immer, gerade nachdem wir ja so viel abgegeben haben. Wunderbar, hat sich das ja schon mal gelohnt. Sonst noch irgendwas Lyrium-Staub? Genau, dann würde ich sagen, bauen wir uns jetzt noch ein paar Lyrium-Tränke. Ein Schüler-Amulett? Nee. Win. Ja, win, win, win. Schwacher Wundumschlag, schwacher Lyrium. Starker Wundumschlag. Dafür brauchen wir noch Konzentrationswirkstoff. Davon könnten wir auch einige wieder machen. Und starker Lyrium-Trank. Was brauchen wir denn dafür? Konzentrationswirkstoff. Und Destillat. Boah, du meine Güte. Von dem blauen Zeugs. Gut, wir haben 30, da sind 10, 12, 12 Konzentrations- und Destillations. Ich hoffe, der hat alles dabei. Willkommen zurück in der verwöhnten Prinzessin. Ja, ist gut. Was kann ich heute für... Natürlich. Hat er überhaupt alles da? Das ist die gute Frage. Naja, natürlich nicht. Der hat kaum was dabei. Das ist doch ein Scheiß. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Okay, egal. Ja, egal. Von den normalen Flöchchen, da weiß ich gerade nicht, ob wir noch welche brauchen. Kann aber auch nicht schaden. Mal fair, ja, komm. Sind ja nicht so teuer. Nehmen wir einfach mal alles mit. Machen wir dann beim nächsten Händler dann fertig. Ist ja nicht so wild. Ja, gut. Weiß ich nicht, sonst gab es ja nichts. Der wird irgendwie beobachtet. Dann können wir jetzt eigentlich mal doch nach Häfen gehen. Kultisten. Okay. Dann waren wir hier wohl doch richtig. Bin schon unterwegs. Jetzt kannst du einen Kultus erledigen! Wir sind getäubt. Der Templer hängt auf. Er hilft mit seiner Faustwaffe. Wunderbar. Gut, Kultistenplünderer. Waren Kultistenplünderer und hier war dran Kultistenanführer. Prunkrüstung. -3 Rüstung, 10 Metaller. Nö. Nö, nö, nö. Kultistenbogenschütze. Okay. Und die Urne der heiligen Asche. Der Wirt in der verhüllten Prozessin hat dir erzählt, dass er von merkwürdigen Männern beobachtet wurde, die nach allen suchen, die sich nach Bruna Givitivis Verbleib erkundigen. Die Männer scheinen dem Wirt ziemliche Angst angejagt zu haben. Tja. Gehen wir gerade einmal zurück. Und sagen dem, dass die weg sind, weil vielleicht freut er sich ja. Gibt uns eine kleine Belohnung.
Wobei das ja, glaube ich, jetzt keine spezielle Quest war. Willkommen zurück in der verwöhnten Prinzessin. Dum, dum, dum. Was kann ich... Nein, natürlich. Ja, ist gut. Und weg. Also doch nicht. Aber okay, dann bleibt jetzt nur noch Haven übrig. Und dann werden wir da hoffentlich auch Genie-TV finden. Oder Genie-TV. Oder wie auch immer. Aber das werden wir erst im nächsten Teil sehen. Bis dann.